Hallo ihr Lieben, in meinem heutigen Video zeige ich euch, wie ihr diesen Salomonknoten oder auch Liebesknoten genannt in Dreiecksform häkeln könnt. Einige von euch hatten sich das gewünscht, weil es ein wunderschönes Muster ist für ein luftiges Dreieckstuch. Und das zeige ich euch heute. Wenn ihr den Salomonknoten schon gehäkelt habt, wie ich euch in meinem letzten Video gezeigt habe, werdet ihr damit absolut keine Probleme haben. Es ist wirklich ganz einfach. Und wenn ihr den Dreh einmal raus habt, wächst das Tuch wirklich ganz schnell. Und wie genau das Ganze funktioniert und was wir benötigen, das zeige ich euch jetzt. Ich häkel heute mit einer 5,5 mm Häkelnadel. Ihr benötigt auch eine Schere, eine Nadel, um die Fäden zu vernähen, einen Marker. Und die Wolle, die ich heute benutze, ist die Paintbox Yarn Simply Aran. Die gibt es in vielen verschiedenen Farben und ich habe mich jetzt auch wieder für so Nude-Ton entschieden. Die haben, wie gesagt, ganz viele verschiedene Farben. Natürlich könnt ihr auch jede Wolle nehmen, die ihr möchtet und dazu dann einfach nur die passende Häkelnadel. Und dann fangen wir mal auf. Und wir häkeln eine Luftmasche. Jetzt beginnen wir den Salomonknoten und zwar habe ich dazu noch ein separates Video, wo das Ganze noch ein bisschen langsamer erklärt wird. Natürlich zeige ich euch auch hier, wie das Ganze funktioniert, aber wenn ihr euch das anschauen möchtet, wird euch das oben eingeblendet. Also, wir haben unsere Luftmasche gehäkelt, jetzt ziehen wir den Faden hoch, halten hier mit dem Daumen unten an der Luftmasche fest. Holen uns den Faden, gehen durch die große Staufe durch, gehen jetzt mit der Nadel hier vorne in diesen Zwischenraum, holen uns den Faden, ziehen hoch. Wir haben zwei Staufen auf der Nadel und jetzt häkeln wir eine feste Masche. Also hier ist unser erster Knoten. Um das Dreieckstuch zu beginnen, benötigen wir vier Stück. Also, das war unser erster. Wir holen jetzt den Faden wieder hoch, ungefähr auf die gleiche Höhe wie den ersten. Halten mit dem Daumen hier an der festen Masche fest und holen uns den Faden und ziehen durch. Gehen jetzt hier vorne rein, holen uns den Faden, ziehen hoch. Jetzt haben wir zwei Schlaufen auf der Nadel und wir häkeln eine feste Masche. Also haben wir jetzt einen Knoten und einen zweiten. Und insgesamt brauchen wir vier Stück. Also drei, hochziehen, ungefähr auf die gleiche Höhe, mit dem Daumen festhalten, Faden nehmen, durchziehen. Wir gehen vorne wieder rein, holen uns den Faden, ziehen hoch, zwei Schlaufen auf der Nadel und wir gehen wieder durch beide Schlaufen durch. Und jetzt haben wir unsere vier Knoten, 1, 2, 3 und 4. Wir schließen das Ganze jetzt im Prinzip zu einem Kreis. Also wir stechen jetzt in diese allererste Luftmasche hinein und häkeln eine feste Masche. Also wir gehen in die erste rein, häkeln eine feste Masche. Wir legen uns das Ganze jetzt einfach hin. Und jetzt benötigen wir unseren Marker. Hier unten der erste Knoten, also hier haben wir jetzt den Kreis geschlossen und in den Knoten daneben werden wir jetzt einen Marker setzen. Das ist die Spitze von dem Dreieckstuch. Für Runde 3 wenden wir das Ganze. Also wir wenden das Ganze und häkeln drei Knoten. Also 1, 2 und 3. Somit beginnen wir auch jede Runde. Im Rundenanfang immer drei Knoten. Jetzt überspringen wir hier den Knoten, da haben wir schon hineingearbeitet und gehen in diesen einzelnen hinein. Also ihr seht, hier haben wir schon hineingearbeitet, wir haben drei Knoten gehäkelt. Wir gehen jetzt in diesen mittleren, also direkt über den Knoten, wo unser Marker ist
und häkeln eine feste Masche. Jetzt häkeln wir wieder drei Knoten. Also 1, 2 und 3. Gehen jetzt hier in diesen nächsten Knoten hinein und häkeln eine feste Masche, um das Ganze hier zu beenden. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Momentan erkennt man noch nicht zu viel, aber wenn wir jetzt die nächsten zwei Reihen gehäkelt haben, werdet ihr das ganze Muster richtig schön erkennen und vor allem die Dreiecksform. Nachdem wir das Ganze jetzt hier mit der festen Masche beendet haben, beginnen wir jetzt die Wiederholung, die einfach die ganze Zeit wiederholt wird. Ihr seht, wir befinden uns jetzt hier und wir müssen auf die Höhe kommen von dem Knoten über uns. Und was wir jetzt immer machen, wir werden jetzt einen Knoten häkeln, dann wenden wir das Ganze. Also ihr seht, ich habe hier einen Knoten gehäkelt und wir verbinden das Ganze in diesen ersten Knoten. Und somit kommen wir auf die Höhe der nächsten Reihe. Und jetzt beginnen wir unsere Wiederholung. Ganz am Anfang werden immer drei Knoten gehäkelt, also 1, 2 und 3. Wir überspringen den Knoten, wo wir schon hineingearbeitet haben. Also da haben wir jetzt unsere drei Knoten gehäkelt. Und der nächste ist hier der. Dort gehen wir rein und befestigen das Ganze mit einer festen Masche. Jetzt häkeln wir zwei Knoten. In den Zwischenräumen werden immer zwei Knoten gehäkelt. Und am Anfang und am Ende jeder Reihe drei. Also häkeln wir jetzt 2. Also 1 und 2, überspringen den Knoten der Vorrunde. Ihr seht, da haben wir schon hineingearbeitet und wir gehen in den nächsten Knoten, in den noch nicht hineingearbeitet wurde, und häkeln eine feste Masche. Jetzt haben wir hier den Knoten, der schon hineingearbeitet wurde, und unser letzter. Das heißt, jetzt häkeln wir 3, weil wir befinden uns am Ende dieser Reihe. Und am Anfang und am Ende werden immer 3 Knoten gehäkelt. Also 1, 2 und 3. Wir gehen jetzt in diesen letzten Knoten hinein und häkeln eine feste Masche. Und somit ist unsere dritte Reihe fertig und langsam erkennt ihr die Form. Und diese Reihe wird einfach nur wiederholt. Ich häkel das Ganze nochmal mit euch. Also wir haben die Runde beendet mit einer festen Masche. Um jetzt auf die Höhe zu kommen von dem Knoten drüber, häkeln wir immer einen Knoten. Also wir ziehen hoch, häkeln einen Knoten, wenden unsere Arbeit und holen uns jetzt den nächsten Knoten, der unbearbeitet ist. Hier haben wir ja hineingehäkelt. Wir gehen in den nächsten Knoten hier oben hinein. Und somit befinden wir uns jetzt auf der Höhe, die wir für die nächste Reihe brauchen. Und jetzt sind wir am Anfang der Reihe, also häkeln wir immer 3 Knoten. 1, 2 und 3. Gehen in den nächsten Knoten hier hinein und häkeln eine feste Masche. Jetzt befinden wir uns in diesen Zwischenräumen und dort werden immer nur 2 Knoten gehäkelt. Also häkeln wir jetzt 2,
ziehen und den zweiten Knoten. Wir überspringen den Knoten, in den schon hineingearbeitet wurde, gehen in den nächsten und befestigen das Ganze mit einer festen Masche. Und jetzt häkeln wir wieder zwei Knoten. Eins und zwei. Überspringen wieder den Knoten, in den schon hineingearbeitet wurde, gehen in den nächsten und häkeln eine feste Masche. Jetzt seht ihr, haben wir nur noch einen Knoten übrig, sprich wir sind am Ende der Reihe angekommen, also häkeln wir jetzt drei. Am Anfang und am Ende werden immer drei Knoten gehäkelt. Also zwei und drei. Wir gehen jetzt in diesen letzten Knoten, den wir haben, hinein und häkeln eine feste Masche. Um das Ganze hier zu befestigen und zu beenden. Und wenn ihr euch das Ganze hinlegt, könnt ihr jetzt schon die wunderschöne Dreiecksform erkennen. Wir haben die Runde beendet mit einer festen Masche. Jetzt müssen wir wieder auf die Höhe kommen von der nächsten Reihe. Also häkeln wir einen Knoten und wenden unsere Arbeit. Und in diesen allerersten Knoten hier oben hinein gehen wir rein und häkeln eine feste Masche. Und jetzt befinden wir uns auf der Höhe von der Reihe, die wir jetzt arbeiten werden. Ganz am Anfang jeder Reihe häkelt ihr drei Knoten, also eins, zwei und drei. Wir gehen in den ersten Knoten, der unbearbeitet ist. Also hier seht ihr, haben wir schon hineingearbeitet. Wir gehen jetzt also in den nächsten hier hinein und häkeln eine feste Masche. Jetzt befinden wir uns in den Zwischenräumen und in den Zwischenräumen werden immer zwei Knoten gehäkelt. Also eins und zwei. Wir überspringen den Knoten, in den schon hineingearbeitet wurde, gehen in den nächsten und häkeln eine feste Masche. Wir befinden uns immer noch in den Zwischenräumen, also häkeln wir zwei Knoten, eins und zwei. Wir überspringen den Knoten, in den wir schon hineingehäkelt haben, gehen in den nächsten und eine feste Masche. Und jetzt wieder zwei Knoten, eins. Wolle nachziehen und zwei. Wir überspringen den nächsten Knoten und in den unbearbeiteten, also hier haben wir schon hineingearbeitet, wir gehen in den nächsten und häkeln eine feste Masche. Und jetzt seht ihr, haben wir nur noch einen Knoten übrig. Wenn ihr hier angekommen seid, häkelt ihr immer drei Knoten. Also eins, zwei und drei. Und wir gehen in diesen letzten Knoten hinein und häkeln eine feste Masche. Und somit beenden wir diese Reihe. Und so sieht das Ganze aus. Jetzt häkelt ihr dann wieder einen Knoten, befestigt den in den unbearbeiteten Knoten von, also hier den. Hier haben wir jetzt den letzten hineingehäkelt, ich zeige es euch nochmal. Wir häkeln einen Knoten, wenden das Ganze und hier in diesen allerersten Knoten gehen wir rein und häkeln eine feste Masche. Und somit befinden wir uns jetzt auf der Höhe
die wir brauchen für unsere nächste Reihe. Jetzt häkelt ihr wieder drei Knoten, dadurch, dass wir am Anfang sind. Wieder eine feste Masche in den nächsten unbearbeiteten Knoten, dann wieder zwei Knoten, feste Masche, zwei Knoten, feste Masche, bis ihr dann in eurem letzten Knoten angekommen seid. Und das wird dann einfach nur wiederholt und es entsteht dieses wunderschöne Muster. Jetzt noch ein paar Reihen gehäkelt und jetzt könnt ihr das Muster richtig gut erkennen und vor allem auch die Dreiecksform. Wenn ihr dann die gewünschte Größe von eurem Tuch erreicht habt, beendet ihr die Reihe wie gewohnt, macht dann wieder die eine Wende, den einen Wendeknoten. Also 1, wendet eure Arbeit, geht in den ersten Knoten hinein, also wir haben einen Knoten gehäkelt, gehen in den ersten Knoten rein, häkelt eine feste Masche, dann eine Luftmasche, zieht das Ganze fest, schneidet den Faden ab, holt euch die Nadel, zieht durch und zieht fest. Und so beendet ihr dann euer Dreieckstuch. Ihr müsst dann nur noch den Faden vernähen und dann seid ihr fertig. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß mit mir, dieses tolle Muster zu häkeln, vor allem in Dreiecksform. Habt noch einen ganz, ganz tollen Tag und vor allem ganz viel Spaß beim Häkeln. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!